Und weiter geht's mit Dragons Aufstieg von Berg. Wie ihr seht, wir sammeln erstmal unser Material komplett ein. Ihr wundert euch jetzt mit Sicherheit, warum ich das Holz einsammle. Mein Holzlager ist fertig. Das checken wir gleich mal ab. Aber erstmal schicke ich die Drachen neu los. Haben wir hier noch ein paar Nader. Hier haben wir noch unseren Sturmpfeil, der ist auf 48. Den können wir dann auch bald für einen Tag und 6 Stunden zum Training in der Akademie schicken. Aber erstmal ist, wie gesagt, noch in der Akademie ein bisschen Action, von daher können wir das noch nicht machen. Der Ringschneider, der ist auch auf Level 48. Den können wir auch für einen Tag und eine Stunde zum Training schicken. Das machen wir dann auch später. Hier haben wir noch den Funkenhüstler auf Level 52. Der sammelt echt gut Fisch, also. Können wir uns ja mal an. Ne, Holz, Quatsch. Sorry, Fisch sammelt da nicht so gut. Dann können wir hier gleich mal was verändern. Dann lassen wir nämlich den hier Fisch sammeln und können dann den Funkenhüstle Holz sammeln lassen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, weil der sammelt auf jeden Fall mehr Holz. Von daher machen wir das lieber so. Dann haben wir hier den Wechselflügler noch am Start. Der sammelt auch ganz gut Fisch, eigentlich auch eine lange Zeit, also 10 Stunden und 15 Minuten. Ist eigentlich schon ganz okay. Mein Schockdrachen auf Level 45 wird gerade in der Akademie trainiert. In 2 Stunden und 48 Minuten ist er zurück. Dann ist er auf Level 46. Und danach werde ich dann überlegen, wen ich dann zum Training in der Akademie schicke. Bin ich mal gespannt, für wen ich mich entscheide. Hier haben wir noch unseren Krallenkrabbler, den trainieren wir auch gerade von Level 45 auf 46. Ein Tag und 4 Stunden dauert es noch, bis es fertig ist. Die Bienen haben wir hier losgeschickt neu. Das sind zwei tödliche Nader auf Level 52, also zwei Titandrachen. Die lassen wir erstmal kurz. Wir gehen mal weiter und checken die anderen Drachen ab und schicken die auch gleich neu los. Hier haben wir jetzt einen Nader und einen flüsternden Tod. Die sind beide auf Level 52. Der flüsternde Tod sammelt echt gut Holz eigentlich. Ach, also für eine längere Zeit, 8 Stunden 40 Minuten ist schon okay, finde ich. Dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir den Nader, der sammelt natürlich auch gut, den kennt er ja mittlerweile. Der sammelt Holz genauso wie Fisch. Dann haben wir hier einen Hackadoo auf Level 52. Das ist eigentlich der Agent für Fisch, für Holz, sage ich immer so. Genau, der Jing-Part dazu ist unser Schockdrachen, der ist auf Level 54 schon, ist mein bester Drache zurzeit auf Berg. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welcher euer Lieblings- oder was heißt Lieblings- euer bester Drache ist vom Trainieren her. Das ist bei mir auf jeden Fall der Schockdrachen, den kann ich dann auch mal zum Training schicken für 17 Stunden und 30 Minuten. Das ist eigentlich gar nicht so lange. Dafür, dass er auf Level 54 ist, finde ich das eigentlich relativ okay. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr doch okay findet oder ob ihr sagt, ja, das ist ganz schön lange oder extrem kurz eigentlich dafür. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr für andere Drachen habt, wie lange ihr da braucht, also warten müsst in der Akademie und und. Dann haben wir hier noch den Hackadoo auf Level 53. Das ist mein zweitbester Drache. Der sammelt natürlich auch wieder extrem gut Holz. Zwar nicht ganz so lange, aber wenn man öfter online ist, ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll. Gut, dann haben wir hier noch einen Nader, den kennt ihr ja. Hier haben wir noch einen. Noch einen. Na. Und noch ein. Die sind alle auf Level 52. Dann haben wir hier oben noch unseren unseren Holzklau am Start. Der, wie der Name schon sagt, sammelt der gut Holz und auch schön lange, 10 Stunden, 15 Minuten. Den könnten wir auch weiter trainieren, aber das lasse ich erstmal. Dann seht ihr hier mein Fischbecken, das ist auf Level 16, genauso wie mein Holzlager jetzt. Also das habe ich jetzt ausgebaut, ist fertiggestellt. Außerdem kommt mein Ohnezahn in 13 Stunden und 14 Minuten zurück. Da kann ich ja euch mal zeigen, welchen Drachen ich gesucht habe, und zwar den Sturmschneid. Ich hoffe, den bekomme ich. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ich den kriege. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesucht, hatte immer Pech, aber ich hätte ihn jetzt auf jeden Fall schon gerne. Gut, dann gehen wir mal zu unseren Drachen und pimpen die erstmal auf. Also die sind, wie gesagt, vom Training zurückgekommen. Hier haben wir unseren wahnsinnigen Zipper, der ist jetzt auf Level 4, den Trainierglamour auf Level 6, würde ich sagen. Könnten wir den gleich wieder zum Training schicken für 42 Minuten, aber die Akademie ist ja voll, wisst ihr ja. Dann haben wir unseren Knochenräuber auf Level 13 gepimpt, den pimpe ich jetzt auch gleich auf bis auf Level 15. Den können wir für 4 Stunden und 10 Minuten zum Training schicken. Das werde ich mir später noch überlegen, wenn mein Schockrachen zurück ist.
ob ich den dann vielleicht dahin packe. Dann haben wir hier noch den Gruff, ein total genialer Drache, den pimpe ich jetzt auf jeden Fall auch gleich mal auf. Das reicht jetzt zwar nicht. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen über 4 Millionen, die spare ich mir auf jeden Fall zusammen. Dann haben wir den auf Level 51 und können den zu Valkas Zuflucht schicken und den als Titandrachen trainieren. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch so machen würdet wie ich, dass ich jetzt sage, yo, ich nehme den Gruff. Ihr könnt ja hier auch noch den Sturmpfeil trainieren und den dann nehmen. Oder dann später, wenn der zurück ist, den Krallenkrabbler, den müsste ich dann zwar nochmal trainieren, aber könnte man auch machen. Aber ich habe mich jetzt erstmal für den Gruff entschieden, weil den Gruff finde ich eigentlich extrem cool. Den können wir uns ja einfach mal hier angucken. Oh, müssen wir nach vorne gehen. Wo haben wir den Gruff? Hier haben wir ihn. Also der sammelt echt gut Fisch, also 159.000 pro Stunde auf Level 60 und 127.000 pro Stunde auf Level 60 Holz. Also schon echt cool. Den finde ich eigentlich, und optisch finde ich ihn auch cool. Ich bin mal gespannt, wie der denn aussieht, wenn es vielleicht von euch schon einer den Gruff jetzt trainiert hat. Und auf Level 52 habt, also als Titandrache, dann könnt ihr mal sagen, wie er so aussieht, ob er cool ist oder ob er sagt, Mann, ich hätte lieber einen anderen Drachen trainiert zum Titandrachen, der hätte viel cooler ausgesehen. Weiß ich, vielleicht sieht der Schädelbrecher oder der Dagus Grill cooler aus, weiß ich ja nicht, habe ich ja noch nicht als Titandrache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall erstmal tierisch interessieren. Gut, dann gucken wir weiter, wir haben hier jetzt, wie gesagt, unser Holzlager ausgebaut. Da können wir jetzt endlich unsere Wikingerhäuser bauen, wenn wir genug Holz haben. Da müssen wir auf jeden Fall noch sparen. 14.464.000 haben wir bereits. 18 Millionen brauchen wir für den Marktplatz. Von daher müssen wir da, wie gesagt, noch ein bisschen sparen. Jo, dann sind wir erstmal soweit durch. Haben eigentlich auch alle Drachen losgeschickt. Ach nee, hier cool. Dann, Alter, der sammelt 14 Stunden und 30 Minuten, der Gruff. Das ist ja richtig extrem. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Der kann auf jeden Fall losschippern. Ab wann ist denn das? Das ist erst ab 52 freischalten. Das ist ja auch krass. Gut, dann flattert der Gruff erstmal los. Ich hoffe, das wird was mit ihm, dass wir den schnell zum Titandrachen trainieren. Das wäre auf jeden Fall cool wie Sau. Ich weiß ja nicht, wie ihr das finden würdet. Außerdem könnt ihr mal reinschreiben, welcher Titandrache von euch der Lieblingsdrache ist, also den ihr auch besitzt. Darauf kommt es ja an. Gut, hiermit möchte ich mein Video auch erstmal beenden für heute. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaltet dann wieder ein. Wir sehen uns. Ciao.